Hallo und herzlich willkommen zu Battlefield 2042. Ja, wir spielen mal ein paar Runden. Heute ist der erste Advent. Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann ist auch der Weihnachtsmann schon vor der Tür. Charlie vollständig in Feindeshand. Wenn wir sie nicht stoppen, übernehmen die amerikanischen Truppen alle Sektoren. Attackieren jetzt Delta 1. Nach über Nacht schon. Gegner neutralisiert. Den habe ich gesucht. Danke dir! Das wird ja schon wieder was. Ja, mittlerweile ein bisschen was gezockt. Bei Battlefield 2042, da war übrigens gerade einer. Da, hier. Ja. Hat mich noch jemand wiederbelebt? Wahrscheinlich nicht. Hallo. Wir haben gerade Sektor Delta übernommen. Sagen wir es mal so. Man kann es halt spielen. Punkt. Sie ziehen sich aus dem Kampf zurück. Wir haben gewonnen. Muss man das spielen? Da Garantie nicht. Schön verloren. Aber das war eine kurze Runde. Wir sind ja auch direkt eingestiegen. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir direkt weiter dann. Geheim gespielt. 5 von 6 Runden. Brauche ich ja noch eine Runde. Das ist schön, dass dieses diese Mission, die man ja machen kann für den Battle Pass, weil ohne geht's ja heutzutage leider nicht mehr, dass man die eigentlich nur zufällig machen kann, weil man ja die Karte nicht auswählen kann. Aber hey, Schwamm drüber. Also ist man mehr oder weniger auf das Glück bedacht, dass man tatsächlich auch in Geheim reinkommt. Wenn man jetzt 128 Spieler spielen würde, die ganze Zeit zum Beispiel, würde man gar nicht auf Geheim reinkommen. Oh, da hat wohl jemand nicht nachgedacht. Naja, das Normale bei DICE, ne? Also würde mich wundern, würde mich mehr wundern, wenn jemand bei DICE nachdenken würde. Also in dem Sinne.
17, 16, 15. Ist übrigens auch gerade Wochenende, wo man mehr Erfahrungspunkte bekommt, wie ihr vielleicht gerade schon gesehen habt. Ja. Dieser Trupp sieht erstklassig aus. Kann man machen. Kann man auch sein lassen. Ich bin tatsächlich mit meinem Level 51 ein Sondereinsatzkommando hat schon relativ hoch. In Panama eskortiert, als es in einen amerikanischen Hinterhalt geriet. Die Lage ist im gesamten Kanal eskaliert. Vertreibt den Feind mit allen Mitteln aus der Region. Unsere Kriegsschiffe begleiten euch zur Grenze. Die Karte hatte ich aber, glaube ich, noch nie. Fällt mir zumindest gerade nicht auf. Wenn ich hier vorbeikomme? Natürlich. Knapp, aber natürlich. Ich glaube, die Karte hatte ich tatsächlich noch nicht. Sektor Delta ist vollständig. Nur noch eine Handvoll Sektoren übrig. Wir kontrollieren den Großteil des Gebiets. Rein da! Greift an! Aktualisiere taktischen Status. Sieht zumindest niemand. Naja, wollen wir mal nach vorne. Achso, der Punkt ist auch weiter hinten. Okay, dann ist kein Wunder, dass ich das sehe. Dass sie jetzt als Sniper mehr oder weniger oder Aufklärer Panzerfahrer bin, aber gut. Wie viele Leute sind hier überhaupt drin? Wir haben die Kontrolle über Sektor Bravo. Geht schon. Wir kontrollieren die einer ist hier drin, einer ist hier drin. Irgendwo. Eines unserer Ziele wird angegriffen. Der hingezielt hat. So, links oben ist irgendwas gewesen. Rechts hinter uns ist irgendwas. Links oben ist hier irgendwas. Wo denn? Da. Schön daneben gefeuert. Das war sehr gut. Schleißerscheinungen. Mein Fahrzeug. Mein Fahrzeug. Er hat mein Fahrzeug geklaut. Ach doch, das Ding. Ah, jetzt kenne ich's. Von der Seite kenne ich's wieder. mein Fahrzeug. Was war das denn? Der macht mir mein Fahrzeug kaputt. Wir müssen dieses Ziel verteidigen. Die Zentrale überwacht euren Fortschritt.
glaube, ich kotze gleich. Sie haben Sektor Charlie komplett eingenommen. Wie lautet unser Status? Scheiße! Ziel einnehmen! Wir überwachen eure Fortschritte. Feindlicher Heli an meiner Markierung, 300 Meter entfernt. Ist immer noch hier einer. Das kann doch gar nicht sein. Ach, jetzt ist weg. Wie war das hier? G. Ach, hier darf ich gar nicht rein. Du bist nicht mehr im Einsatzgebiet. Ich hab zu wohl mit dem Scheißding hier. Ah, die anderen verschwinden, oder? Ja, die anderen sind verschwinden. Gut, kann ich also nur einmal machen. Vor uns! Vor uns! Ich hasse die KI! Aber es hätte auch einfach ein anderer Spieler sein können und es wäre der gleiche Effekt gewesen wahrscheinlich. Ach, Gottes Willen. Wo? Vorrücken und angreifen! Wir überwachen alles von hier. Scheiße, den hab ich nicht. Verbindlichsten Dank! Vielen Dank! Geht doch nicht! Zwei Tornados? What? Was ist denen denn? Wen hat den denn ins Hirn gewichst? Nice, ne? Wie fuck up your play? Sektor Bravo unter amerikanischer Kontrolle. Unsere Leute greifen Charlie 2 an. Einsatzteam gesichtet! Zugestellt! Ja, ich möchte nicht die Granate, danke sehr.
War ja klar. Es war so klar. Den habe ich nicht gesehen. Not bad. Aber dafür ist ja der Bewegungssensor da. Ich kann den nicht verloren. Sie haben die Kontrolle über ein Ziel übernommen. Das ist hier bei mir. Mann, ich treffe aber auch wieder nur Scheiße gerade, ey. Das war zu weit. Schieß ihn noch ab! Alter! Nicht aussteigen! Schieß ihn ab! Sie ziehen sich aus dem Kampf zurück. Wir haben gewonnen. Diese Namen der Squads, ne, verbrannt. Nomadin. Armageddon Squad. Was ist denn aus Alpha, Beta und so weiter geworden?
aktives Schutzsystem. System. Ja, das können wir ja gleich mal reinkloppen. Das macht ja Sinn. Dass man die Waffe auch nicht drehen kann, ne? Der macht sie nicht 3D, ich brauch's dann nicht. Es sind nur unnötig Ressourcen, die geschluckt werden. Im Menü. Wohlgemerkt. Fucking Bild reicht dann auch aus. Ein fremdes Signal hat eine unserer geheimen Logistikrouten in der Region preisgegeben. Die Quelle ist unbekannt, aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass die Amerikaner unsere Exponierung ausnutzen. Ihr müsst diese Anlage und unsere... Sie sieht aus wie die Map von Savot, nur ein bisschen abgeändert. Schneidet den USA und passt den Weg ab. Ihr werdet großzügig belohnt. Allgemein sind sehr viele Maps... Was soll das sein? Allgemein sind viele Maps halt, Angriff auf Echo 1 eingeleitet. Angelehnt an alte Battlefield-Maps. Weil die DICE-Entwickler mittlerweile zu dämlich sind, ihre eigenen Ideen zu machen. Also sie klauen ihre eigenen Ideen, um sie in Karten umzuwandeln, sozusagen. Dass es nicht ihre eigenen sind, sondern die von den Vorgängern. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Markiere Fahrzeug, feindlich. Etwa 90 Meter von eurer Position. Feindlicher Vogel kommt angeflattert. Gegner geortet. Das war irgendwie, das war so, what the fuck? Wer war denn da in dem, was? Das war, what the fuck? Du siehst doch, dass der da irgendwas hinwirft. Dann fährst du da nicht rein. What? Ich hab ihn auch noch markiert. Also der war nicht übersehbar. Mehrere Feindsoldaten. Ich brauche eine Sekunde. Ach, Scheiße. Hier nicht hoch. Welch frechige Frechheit. Shit. Das ist ein Bewegungssensor oben drauf auf dem Dach. Hätte sein können, dass mein Ding da auch Schaden macht in irgendeiner Art und Weise. Eigentlich sind die so dämlich. Wie meine Truppe. Ihr habt die scheiß Dinger sogar auf der Map gesehen, wie er die da hingeworfen hat. Ja? Die Anti-Minen. Die Anti-Denk-Minen. Hörst du auf mich zu schießen, du Arschloch? Geht
weit vor. Und eigentlich kann ich hier nicht sonderlich viel machen. Entfernte Markierung! Gehen wir! Los, halt uns! Ja. Schade. Habt ihr Fernrohr gesehen? Eigentlich ist er, eigentlich dürfte er nicht durchschießen können. Wir haben Verwundete! Du hast schon schlimmer ausgesehen. Ich lade nach! Auf dem Berg, oder? Feindlicher Helikopter! Etwa 90 Meter von meiner Position. Scheiße! Doch gar nicht. Wir sind bei 50% Schlagkraft. 90 Meter von meiner Position entfernt. War ja klar. Und wieder der gleiche, das kann doch gar nicht sein. Jetzt mal ernsthaft. Sektor Delta unter amerikanischer Kontrolle. Vor allem ohne Verziehen oder sonst, also irgendwie, aber... Nun gut. Das war eine Granate! Das war zu viel groß, oder? Ich brauche eine Sekunde! Sichert das Ziel doch! Viel Glück, Tom! Attackieren jetzt Delta 1! Did it.
Penner von eben, der ist doch bestimmt wieder oben auf dem Dach. Den ich eben gerade schon abgeschossen? Hä? Was war das? Oder hieß der anders? Hieß der nicht auch Crewshot? Hm. Keine Ahnung. Halt auch diese Spawn-Bereiche, also egal wer bei DICE die Spawn-Bereiche programmiert, feuert diesen Typen oder die Typen oder S. Bitte, bitte, feuert S. Nomadin. Welcher Schwachkopf hat sich das ausgedacht? Schwachköpfin? Essin. Wer hat das übersetzt? Wer hat das durch die KI laufen lassen und hat gesagt, ja, das nehmen wir. Also selbst wenn man das so schreiben wollen würde, wäre es bescheuert. Ich reg mich schon wieder auf. Machen wir noch eine Runde für dieses Video? Bin bereit, wenn ihr seid. Kontakt. Nix mehr da. So, ich warte jetzt mal so lange, bis mein Team irgendwas eingenommen hat, um da reinzukommen. Mal gucken. C1 ist gar keine Sau, aber wahrscheinlich gleich der Gegner. Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen sie jeden Sektor ein. Ja, ich weiß. Jetzt müsste mein Team aber mal was machen. Gut, die sehe ich schon. Obwohl, B2 wird eingenommen.
Zentrale ist in Feindeshand. Hat das nicht funktioniert? Da bin ich jetzt mal ein bisschen traurig. Aber ein bisschen kurz, glaube ich, auch. Zu meiner Markierung vorrücken. Neues Ziel unter Kontrolle. Brauche ich an der hinteren Markierung. Das war. Ach, Gottes Willen, also wirklich. Worauf wartet er hier? Habt ihr den da oben? Scheiße, C4. Von hinten. Scheiße. Ja, okay. Aber mit dem Helikopter, mit der Anti-Air kann ich nicht irgendwie was. Wir kontrollieren den Großteil des Sektors. Unsere Truppen haben Sektor Charlie erobert. Bingo. Von was hab, von wo überhaupt? Er war leider nicht tot, das ist das Problem. Er ist nur auf dem Boden aufgeklatscht. Bericht! Die Russen fegen über die Karte. Die machen es halt richtig, alles auf die Flak dann. 50 Meter von meiner Position entfernt! Feindliche Infanterie! Geil, ich komme nicht höher. Südosten! Hä? Ach, da oben. Die sehen halt auch alle gleich aus, ey. Bravo 2 unter russischem Beschuss.
Dingens. Auch einer von uns. B2 kann ich nicht machen. Unsere Truppen haben ein Ziel verloren. Wir beobachten euren Fortschritt. Sie bieten enorme Ressourcen auf, um im Spiel zu bleiben. Soldat am Boden! Scheiße. Dachte, das läuft. Ich brauche hier Hilfe. Ja, da ist keiner mehr. Da ist jemand. Sektor Alpha jetzt sicher. Hinter uns. Ah, nicht getroffen. Er hat so lange nachgeladen. Ich lade nach. Danke. Von hinten natürlich. Habe ich aber auch nicht gesehen, als ich nach weggerannt bin, muss ich zugeben. Wie kommen die da überhaupt hin? Ja gut, von dort hinten im Zweifel, aber... Einheit, das ist hier bei mir. Wir haben ein Ziel verloren. Werfe Granate! Gegner! Russische Truppen haben ein Ziel erobert. Wir haben Sektor Bravo erobert.
Die Russen kontrollieren die meisten Sektoren. Alliierte Truppen nehmen sich Bravo 1. Gut. Der Spawnpoint der wäre jetzt da eh auch ein bisschen dämlich gewesen, ehrlich gesagt. Also in dem Sektor Sinne. Alpha unter Kontrolle. Scheiße, was ist denn das? Ach so. Wir haben Bravo 1 gesichert. Großteil der Sektoren unter unserer Kontrolle. Ich bin gleich immer hier. Vorrücken und angreifen! Haltet uns auf dem Laufenden. Was ist das hier überhaupt für ein Ding? Die Kisten sehen halt auch wirklich, also... Wir haben gerade die Kontrolle über ein Ziel verloren. Ach du Heilige! Verbündete am Boden! Feindliche Verbände haben ein Ziel übernommen. Soldat neutralisiert! Ah, er macht schon. Wir greifen bei Bravo 1 an. War ja klar. Sektor Delta ist an die Russen gefallen. Endlich Sektor sicher. Zeit hat Mehrheitskontrolle. Ach du Schlampe. Baut sich ja gerade richtig was auf. Alliierte Truppen haben Sektor Bravo eingenommen. Vorräte markiert! Wir müssen dieses Ziel verteidigen! Wir werden von hier aus alles überwachen. Oh. Ja. Verbindlichsten Dank. Du Scheiße! Ach du Scheiße! Ist meine Granate überhaupt so weit runterreicht? Granate unterwegs! Achtung! Na ja, gut. Dann hau ich mal ab. Nö.
Team gesichtet! Osten! Gegner markiert! Oh! Feindlicher Panzer gesichtet! Entfernung 200 Meter! Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren. Sektor Delta unter alliierter Kontrolle. Unter Kontrolle. Sektor sicher. Alle Sektoren gesichert. Sie werden garantiert zurückschlagen. Soll ich die Granate wenigstens loslassen? Ach, ficken. Kann B2 nicht markieren. Wir müssen dieses Ziel verteidigen. Wenn Sie nicht aufhalten, nehmen Sie jeden Sektor ein. Feindliche Einheiten haben ein Ziel erobert. Einige unserer Truppen kümmern sich um Bravo 1. Los, los, vorwärts! Wir beobachten euren Fortschritt. Einer, greift an! Keine Ahnung, was das ist. Aber wir haben eindeutig zu wenig Medics. Irgendjemand hat es doch mal mitbekommen, dass da ein Bacon von mir war. Sektor Alpha wurde gesichert. War ja klar. Irgendwie drumherum, das kann doch gar nicht sein. Bravo 2 ist eines unserer aktiven Ziele.
must be possible. Kontrolle über Sektor Bravo übernommen. Ja, da. Jetzt belebt mich wenigstens jemand. Oder? Nö. Doch. Falsch. Falscher Standort ausgesucht. Viel Glück, Truppführer. Granaten geworfen, Kopf runter! Startprotokoll initialisiert. Wir haben ein... Sie ziehen sich zurück. Naja. Gute Arbeit, no das ging doch noch ganz Ihr gut. Ihr habt euch einen Haufen Freunde gemacht. Eieieiei. Das soll's für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, spielt es wieder. Wir sind bester Trupp gewesen. Yes! Spielt es selber so rum. Ansonsten würde ich sagen, bis dahin, arrivederci und schön mit Ö. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.